30. Einfach mal vor, jeder sagt seinen Namen, dann kommen wir hier hin. Christoph, du bist der Chef der ganzen Geschichte. Jetzt bin ich der Chef, okay. Hi, ich bin der Christoph aus Velbert. Ja, Claudia, bitte. Hier ist Roman. Lisa. Dennis Marschall. Holger Zepper. Michael Westerhaus. Also, Sie sehen hier unsere Rennfahrer-Elite. Und jetzt wollen wir mal hier mit Ihnen zusammen sowas machen. Beim Radrennen halt zählen wir von 10 runter bis 0 und dann geht's los. Also, 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, startfrei. Gravelrennen auf der Trabrennbahn in Gelsenkirchen. Es geht los. Hans Pirus, 6-Tage-Fahrer, der müsste natürlich auf der Bahn auch ganz gut klarkommen. Er hat schon große 6-Tage-Rennen in Berlin, in Bremen gefahren. Lisa Brömmel dabei, Europameisterin im Zeitfahren. Also Sie sehen, wir haben hier einiges an Rennfahrern auf die Bahn gebracht. Es geht über drei Runden. Es wird ja nicht wie auf der Straße mit Kraft gefahren, sondern es wird über die Drehzahl gefahren. Und das ist halt die große Kunst dabei im tiefen Gelände. Ah, immer noch dreiköpfige Spitzengruppe. Dennis Marschall im blauen Trikot auf Platz 2 im Moment. Vorne ist mit Philipp Jesumann, der war vorhin auch ganz stark im Staffelfahren, und der Italiener Claudio Catania aus Italien, der für das Team Cycle Café an den Start geht, mit dabei. Also dreiköpfige Spitzengruppe, noch zwei Runden hier am Ziel zu fahren, und ich denke, wir empfangen die Rennfahrer hier mal mit einem Riesenapplaus. Das kennen wir aus Gelsenkirchen, das kennen wir von den Radrennen in Schaffrath. Also nutzen Sie ruhig mal Ihre Hände, die Rennfahrer freuen sich darüber auf dem schweren Kurs. Jetzt versucht Dennis Marschall einen Angriff hier. Da müssen die beiden anderen schnell kontern, um dahin zu kommen. Auf der Verfolgung hier Hans Pirus, der die Nummer 3, auch aus Essen von der RG 1900. Die haben also vorhin auch schon das Staffelrennen.